Hey Freunde, na, wie geht's? Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt sind ja die schönen Ostertage und ich bin am Arbeiten. Der Heiko und die Lotti haben von euch Followern Geschenke bekommen. Ich wollte sie gerne damit überraschen und da dachte ich mir, dass es dann natürlich passt, im Spätdienst die Geschenke mitzunehmen. Und dann bin ich mal gespannt, wie die reagieren und ihr seht das mit Sicherheit auch. Und dann dachte ich mir, ich mache daraus einen Vlog und nehme euch dann in meiner Tour mit. Na, Freunde, zu Ostern haben wir natürlich auch im Büro alles dekoriert und das möchte ich euch gerne erstmal zeigen. So. Das ist unsere wunderschöne Blumenwand. Das sind die Fahrräder für die E-Bike-Touren. Das heißt, wir haben auch Mitarbeiter, die gar keinen Führerschein haben. Und dann fahren die halt mit den Fahrrädern. Die haben wir hier zur Verfügung gestellt. Und hier sind dann so ein paar Dekos zu Ostern. Hello and welcome. Das heißt, jeder ist hier herzlich willkommen. So. Da vorne ist das ehrenhafte Bild von mir und dem lieben Erwin. Dann seht ihr es, Freunde. Ein wenig Dekoration zu den bestimmten Feiertagen muss natürlich sein, damit sich jeder auch wohlfühlt, ne? Auf jeden Fall, ich nehme jetzt meine Schlüssel etc. mit und dann geht's Richtung Tour. Wisst ihr Bescheid, Freunde? Also bis gleich. Oh. Bevor ich es vergesse, Freunde, bevor ich losfahre, natürlich kriegen alle meine Patienten auch ein kleines Präsent. Da haben wir dann solche Tütchen vorbereitet für jeden Einzelnen. Egal, ob es an Weihnachten ist oder wie jetzt heute an Ostern. Und damit überraschen wir natürlich auch unsere Patienten. Ne? So, jetzt geht's los. Als allererstes gehen wir zu dem lieben Heiko. Ist ja sein Geschenkepaket da. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie er reagiert und was da so drin ist. Ne? Hey Heiko! Überraschung! Ja. Wollen wir das mal zusammen aufmachen? Gerne. Unboxing. Unboxing. Schickes Hemd. Wo hast du das denn her? Von einem Fan. Hat dir das geschenkt, ne? Na klar. Fresh, fresh, fresh. Heiko, jetzt muss ich erst mal gucken. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich für dich das Paket aufmache? Ja. Also, beziehungsweise es ist schon auf. So, hier ist auf jeden Fall ein Brief drin. Das werden wir gleich zusammen lesen. Was glaubst du, was ist hier drin? Schokolade. Guck mal, Freunde, das hier feiere ich am meisten. Da sich ja Heiko eine Frau wünscht, hat sich die Person richtig geilen Gedanken gemacht. Hey. Oh nee. Ein Bunny! Aber sei ehrlich, ist eine geile Idee, ne? Ja, aber ich möchte welchen. Oh. Freunde, ihr wisst Bescheid, ne? Kommentiert. Heiko sucht eine Frau. So, und hier, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da du ein bisschen zunehmen sollst. Eine ganze Tüte Haribo. Das Geile kommt noch. Frösche. Nochmal Haribo. Nochmal Haribo. Nochmal Haribo. Und dann nochmal so ein paar kleine saure Bonbons, ne? Geil. So, wollen wir mal gucken, was im Brief steht und von wem das kommt? Vielen Dank, Freunde. Warte, warte, warte. Ich mache jetzt kurz hier deinen Als Brief nur auf. eine Person. Weiß ich nicht. Das steht dann hier drin. Wir gucken mal. Ich hab da mich ein bisschen vertan. Den Brief, das ist von einer anderen Person. Das ist von der lieben Sandra. Das hier. Das alles ist von der lieben Sandra. Sandra, ich danke dir. Nochmal ganz nah, den Kuss. Mein Jovian. Geil. So, und der Brief. Fröhliche Ostern. Das kommt von der. Huch, da sind 20er drin. Oh, echt? Das kommt von der lieben Rosie. Ich Oh, lese sie jetzt mal vor. Rosie. Lieber Heiko, ich wünsche dir eine wunderschöne Osterzeit und von Herzen alles Liebe, Rosie. Ich freue mich schon, die Videos mit dir mit Ausflüge mit deinem Rollstuhl zu sehen. Und da ist ein Häschen drauf. Ihr seid so süß. Vielen Dank, Rosie.
Den Zwanni, den packst du am besten dahin, wo ja. den keiner findet, ne? Mein Portemonnaie. Genau. So, Freunde, das war jetzt die Überraschung bei dem Heiko. Ich muss gleich zu Lotti, die hat ja auch was bekommen. Mhm. Aber erstmal kriegt Heiko Abendessen, wird abendlich versorgt und dann geht's los. Richtig, Heiko? Ja. So, Freunde, jetzt bin ich hier gerade bei der Barbara. Ich habe ein bisschen mit ihr gequatscht. Gequatscht, dass ihr immer so geredet habt. Was denn? Gequatscht, dass ihr immer so abwertend an für uns. Dann haben wir beide kommuniziert. Naja, und uns. Wir haben eine Konversation gestartet. Uns gedanklich ausgetauscht auf höherer Ebene. Aber nicht gequatscht ist so, wenn einer Unsinn von sich gibt. Wir haben uns ausgetauscht in einer höheren Ebene. Richtig? Besser. Auf jeden Fall, ja. Barbara ist ziemlich religiös. Und was hältst du von den Ostertagen? Ja, mach mal. Ach so, jetzt soll ich ja wieder was sagen. Ja. Ach so, zu den Ostertagen. Ziemlich religiös. Das ist ja alle, wir sind ja alle aus der Quelle des Lebens gekommen. Und das ist auch egal, wie wir da zurückgehen wollen. Manche hat einen kleinen, kurzen Weg, manche hat einen längeren Weg. Und im Grunde genommen ist man eigentlich im Vorteil, wenn man daran glauben kann. Denn viele Menschen haben ja oftmals viel Angst vom Sterben, obwohl das gar nicht so schlimm ist. Aber wie gesagt, das muss man dann ja auch mal miterleben. Tja, und dann sieht man seine Lieben wieder und dann ist das alles in Ordnung. Dann wird das alles wieder so, wie das sein soll. Ja. Wir gehen alle wieder zurück auf dem Weg, wo wir herkommen. So ist das, Freunde. Das waren deine lieben Worte zu den Feiertagen. Ja. Ne, Freunde? Also. Etwas von Barbara hat uns jetzt zum Nachdenken gebracht. Macht euch Gedanken darüber, genießt die Zeit mit der Familie. Und wir sind nach den Feiertagen wieder am Start. Ja. Wie als Duo. Ja. Oder mit Lotti als Trio. Ja. Und mit Heiko sind wir, was sagt man, wenn man vier Personen ist? Vier Personen, wie geht das denn? Quattro oder was? Quattro. Ja. Quattro. Ja. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Wir sehen uns nachher. So, Freunde, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu dem lieben Thorsten. Der hat auch hier natürlich ein kleines Präsent bekommen. Davon weiß er noch nicht. Und ja, ich weiß nicht, ob er jemals überhaupt was geschenkt bekommen hat. Deshalb fragen wir ihn. Er freut sich mit Sicherheit. Und ich gehe jetzt rein. Habibi! Na, wie geht's dir? Gut, und wir? Auch gut, frohe Ostern! Ja, wir auch. Guck. Guck mal, du weißt ja, es sind ja viele Leute, die unsere Videos hier anschauen, ne? Ja. Und du hast hier ein kleines Geschenk bekommen. Ja. Wollen wir mal reingucken? Was für ein Geschenk? Ist ein Brief. Ein Brief, von wem? Das weiß ich nicht, muss ich ja erstmal aufmachen. Ach so, dann mach mal auf. Ich wollte dich erstmal fragen, ob es für dich in Ordnung ist, dass ich es aufmache. Ja, kann ich aufmachen, wenn das so. Für mich ist. Ja. So, Handy ist positioniert und ich mach's jetzt auf. Ach, da steht schon Name. Das ist von der lieben Rosie. Ah. So, aber lieb von ihr, ne? Ja, kenn ich zwar nicht, aber... Hast du schon mal Geschenke bekommen? Nö, sowas nicht. Von anderen Leuten noch nicht, ne? Noch nie? Nö. Also Rosie, dann danke ich dir herzlich, denn du hast jetzt Thorsten das erstmal ein Geschenk geschickt, oder? Ja. Ja, ne? Gucken wir mal rein. So, fröhliche Ostertage und von Herzen alles Liebe. Oh, so gut. Na? Hello. So, machen wir mal auf. Oh, guck mal, hier ist ein 20er drin. Oh, das ist doch geil. Bitteschön. Danke. Das ist von der lieben Rosie, hast du 20 Euro bekommen? Ja, das finde ich nett. Jo. Soll ich dir vorlesen? Kenn mich gar nicht, weißt du. Aber sie fand dich mit Sicherheit sympathisch. Ja. Die Videos, die wir machen, das sehen ja so viele Menschen. Ja, natürlich. Warum und dann denke ich mir, dass die Rosie wollte dir eine kleine Freude machen. Das finde ich gut, ja. Soll ich dir mal vorlesen, was hier steht? Ja. Lieber Thorsten, ich wünsche dir schöne Ostertage. Ich freue mich immer über eure Männerrunde und wenn du uns an deinem Alltag teilhaben lässt, mit deinem trockenen Humor. Liebe Grüße, Rosie, Kuckuckucku. Ja. Ich sag doch, Thorsten, es gibt viele Menschen, die dich mögen. Ja. Willst du den Leuten was sagen? Ja, vielen Dank. Ne? Ja? Warte, ich dreh mal die Kamera, dann sehen die hier. So, jetzt nochmal. Ja, erstmal vielen Dank für den Brief und das Geld. Ja.
Hatte ich nicht erwartet. Coole Überraschung. Ja, war gut, ja. Wenn wir noch weiter Videos machen. Ja, natürlich. Ne, Freunde? Also, da habt ihr den Toaster auf jeden Fall glücklich gemacht. Und ich fahre jetzt weiter. Ich fahre jetzt gleich zu Oma Lotti. Ach so, kriegt die vielleicht auch ein Geschenk, oder? Die hat auch was bekommen. Ah. Ciao. So, Freunde. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Lotti. Wie ihr seht, muss ich hier einiges schleppen. Deshalb würde ich mal sagen, melde ich mich sonst gleich wieder, wenn ich bei ihr drin bin. Ich hoffe, ihr versteht das. Also bis gleich. Lotti! Ja. So, tolle Überraschung, ne? Na, sowas. Ja, komm mal her, schau dir das mal an. Ja. Guck mal hier, was da steht. Frohe Ostern, liebe Oma Lotti. Ja. Ach Gott, ach Gott. Ja. Mein Gott, Eier und dies und Pfeffer. Und guck, schau dir mal das Häschen an. Oh, Mensch, der hat sie gehäkelt. Meinst du? Na sicher, das ist gehäkelt. Ich kenne mich doch auch daraus. Und schön. Ja. Aber lange, lange hat sie gebraucht. Oh. Ja. Lotti, hier ist noch ein Paket. Ja, ja. Guck mal, was da alles drin ist. Oh Gott, ja. Oh, Mann. Oh. Die wünschen dir alle schöne Ostern. Ja, und Marmelade und alles, was ich brauche. Ja, ne? Ja. Marmelade. Marmelade, ja. Himbeermarmelade. Groß, habe ich lange, lange davon. Ja, ja. Und wann hast du zuletzt was zu Ostern bekommen? Ich habe überhaupt nichts nie bekommen. Ich musste geben immer. Oh. Na ja, der Mann war hier, da habe ich eine Ente geschlachtet und schön sauber gemacht. Ja. Und Fisch gekauft und gebraten. Das ist doch Arbeit, nicht? Natürlich. Ja. Aber heute wurdest du beschenkt. Ja, heute aber was? So. Lotti, bist du bereit? Ja, ja. Freunde, wir haben natürlich auch zwei Briefe bekommen. Ein Brief hier. Das ist von der lieben Antje. Sie hat hier zwei Teebeutel reingelegt. Aha. Einmal schwedische Blaubeere und Tropical Mango. Aha. Oma Lotti, ich wünsche dir von ganzem Herzen fröhliche Ostern. Bleib so froh und munter, wie du bist. Es ist immer schön, euch beide auf Instagram zu sehen. Das ist da, wo ich die Videos von uns hochlade, im Internet. Ja, ja. Im Herzen trinke ich mit dir und Rashid eine Tasse Tee. Ah, das ist ein Symbol, weil wir mal Tee trinken. Das ist echt süß. Blau. Lieber Rashid und Team, ihr seid einfach großartig und danke, dass ihr so tolle und herzliche Arbeit leistet. Liebe Grüße, Antje aus Eimsbüttel. Ja. Und hier haben wir noch einen Brief. Orange. Ich mach das mal auf, ne? Ja, nein, natürlich. Oh, schönes Bild. Lotti. Liebe Oma Lotti, ja. An Ostern erwacht die Natur zu neuem Leben. Ja. Alles beginnt zu blühen und zu grünen. So wünschen wir dir warme Sonnenstrahlen auf der Haut und im Herzen. Sowie glückliche Feiertage und ein frohes Fest mit bunten Frühlingsblumen. Herzliche Grüße, Tobias Weißmann, Sascha Dörr und Theresa Klee. Ja. Danke. Das sind die, die das Riesenpaket hier geschenkt haben. Ja. Freunde, vielen lieben Dank. Das war eine tolle Überraschung. Ja. Ja. Das ist auch eine Überraschung. Freunde, vielen lieben Dank für die tolle Überraschung. Ja. Wir wünschen euch alle schöne Ostertage und bleibt gesund. Ja, und bleibt gesund.